Olli Böhme, der Erzeuger der Lia, und Achim Schaale, der Trainer. Jetzt könnte ich mir vorstellen, komm ruhig ein bisschen ran, dass sich manchmal die Katze und der Hund beißen. Denn der Olli ist, ich habe das schon gesagt, mit dem Flo auch Vorspringer in der Mannschaft von Michael Schmidt beim Deutschen Skiverband. Und die Aktiven wissen manchmal alles besser als die Trainer. Könnte das so sein, Achim? Ja, die Aktiven müssen betreut werden. Das nützt nichts und er ist oft nicht da. Das stimmt, wenn er mit den Vorspringern unterwegs ist. Aber wenn es machbar ist, gibt er sich natürlich Mühe wie heute. Da ist er mal mit persönlich vor Ort. Aber im Winter wird es dann immer schwieriger. Naja, das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht wissen. Ich wollte eigentlich wissen, ob ihr unterschiedliche Auffassungen habt zum Teil. Nee, eigentlich nie. Ich komme mit dem Achim sehr gut zurecht. Der eine filmt, der andere lässt ab. Also ich kann da überhaupt nicht meckern. Das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit, die sich jetzt auch mehr oder weniger in der Zeit entwickelt hat, muss ich sagen. Die Lia hat es natürlich schwer, sage ich mal, weil wir nur ein Verein sind, das SV Blau-Weiß-Dittersbach. Die haben ja nur die Oldies, sage ich mal. Und wir haben die Lia als Einzelne im Verein. Und ich bin natürlich dann immer auf der Suche gewesen, wo fährst du hin zum Training, wo machst du was. Und da hat sich das dann mehr oder weniger so rauskristallisiert, dass wir mehr oder weniger mit Joba zusammenarbeiten. Und auch mit dem Achim zusammen, er ist Regionaltrainer. Achim, das heißt, die Lia hast du dann nicht alleine? Nein, das ist so, dass wir eigentlich immer im Team zusammenarbeiten und die Auffassung, was wir schulen an Sprung, die kommt logischerweise vom DSV und wir geben uns die größte Mühe, unser Technikleitbild da umzusetzen und haben natürlich eigene Philosophien und da liegen wir Gott sei Dank deckungsgleich. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Vorgaben vom Deutschen Skiverband sind das eine, aber sie umzusetzen ist ja das andere. Denn die körperlichen Voraussetzungen sind ja auch unterschiedlich. Nun ist die Lia ein ausgesprochener Sprungfloh. Sie ist ja schon 12 Jahre alt. Ich würde sagen, ja, sie hat die Figur einer 10-Jährigen. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen mehr oder weniger kindlich noch, die Lia. Aber die macht sich jetzt mehr oder weniger die letzten 3 Monate, sage ich mal, ist wirklich ein bisschen was passiert, wo man aber eben auch sagen muss, als Trainer muss man eben auch eine Lösung geben. Ne? Also man kann immer sagen, das machst du verkehrt, aber du musst eben als Trainer dann auch mal sagen, du, wie setzt du das um? Du musst eine Lösung geben. Ne? Und da verstehen wir uns eben einwandfrei jetzt. Das passt schon. Achim, man sagt den Mädchen und den Frauen nach, dass sie eigentlich pflegeleichter sind als manche Jungs oder Männer. Andererseits können sie auch ein bisschen zickig sein. Das stimmt, aber in den Gruppen, die wir jetzt hier betreuen, haben wir die Beobachtung gemacht, dass es mit den Mädchen eher besser klappt als mit den Jungs. Was die Quartiere betrifft, zum Beispiel die Reiserei, ist ein Vorurteil. Also Ausnahmen bestätigen dann bestimmt die Regel. Aber letztendlich ist es so, dass die Mädchen sich dahingehend entwickelt haben, dass sie eigentlich genauso zu handeln sind wie die Jungs mittlerweile, sowohl im Training als auch bei der Reiserei, was ja viel vorkommt in Richtung Schülercup und so weiter. Und letztendlich vom Mut her sind sie auch schon dort, wo die Jungs sind. Wir werden es heute noch sehen, okay, was abgeht. Olli, zu Hause am Abend, am Abendbrotstisch, nach dem Bringen, nach den Wettkämpfen. Was macht denn die Mama? Ist die dann der ausgleichende Faktor, dass sie sagt, jetzt haltet doch mal die Klappe, jetzt reden wir über was anderes? Das war die erste Zeit so, muss ich sagen. Jetzt hat sich das ein bisschen gewendet, das Blatt. Na. Dadurch, dass die Lia wirklich einen guten Sprung gemacht hat, jetzt, also die unterstützt auch sehr. Ne? Also ich muss ja sagen, ich bin geschieden, aber komme mit meiner Ex-Frau wirklich sehr gut zur Rande, dass ich auch sagen kann, wenn ich nicht mehr fahren kann, keine Zeit habe, weil ich unterwegs bin mit dem Horsti oder so, dass dann eben auch die Mama fährt. Mit dem Achim ist das auch gut, das ist ein eingespieltes Team. Na, also das passt alles. Alleinerziehender Vater, okay. Ja. Wettkampfhäufigkeit, Wettkampfplanung, wie ist das im Sommer gelaufen? Also die Wettkampfhäufigkeit im Sommer ist höher als im Winter, muss man eindeutig sagen, weil die Bedingungen im Sommer besser sind. Wir kriegen dort mehr Springer als im Winter hin. Und der Sachsenpokal, den wir hier durchführen, der besteht aus 7 Rennen und verschiedenste Schanzen logischerweise, also querbeet Sachsen. Dann haben wir einen Athletikwettkampf mit drin und einen Technikwettkampf, das ist dieses Jahr neu. Also da wird richtig bewertet vom IAT, wie die Sitzposition zum Beispiel von hinten ist, relativ modern, also so wie es auch mit den Großen gemacht wird. Das haben wir jetzt schon runtergebrochen bis in den Nachwuchsbereich.
immer in der Hoffnung, dass wir in Zukunft eine ganz starke Nationalmannschaft daraus entwickeln mögen. Olli, als ich hier angekommen bin, haben wir gedacht, hier, ich komme vom anderen Stern. Thiele, was machst du denn hier? Also, ja, die Begründung, die habe ich schon gegeben, weshalb wir hier sind. Es sind ja insgesamt etwa 105 Starter hier, ne, in den Altersklassen. Ja, es geht bei den Schüler 8 los und geht bis zu den 14-, 15-Jährigen. So, das ist nun der letzte Wettkampf im Sommer oder im Herbst. Wie geht's denn dann weiter? Ja, dann geht es im Prinzip, jetzt warten wir natürlich auf Schnee, da werden dann Netze drauf gemacht. Und ich glaube auch Geier hat jetzt Hier ist der erste Wettkampf im Januar, das ist der Schülercup. Und für die Sportler geht es morgen gleich weiter. Also die, die im Schülercup starten, die gehen auf den Rabenberg, das ist ein Sportpark. Und da gibt es eine Woche Lehrplan nach Programm. Also Athletik, Beweglichkeit, Koordination und Springen. Schule ist auch dabei. Was wird mal aus der LIA? Tja, wir hoffen mal, dass sie aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen ein ganzes Stück weit kommt. Also ich traue ihr schon mal zu, dass es zumindest mal in den DC-Kader schafft. Damit ist der Olli nicht einverstanden. Das reicht ihm nicht. Nee, auf keinen Fall nicht. Das muss schön knallen noch. Es ist schwer, ne? Wie gesagt, weil wir eben auch weit entfernt sind. Das sind ja jedes Mal auch zum Achim bis nach Zschopau sind das 40, 50 Kilometer eine Fahrt. Das ist immer gar nicht so einfach. Und in der Woche über hat sie gar kein Training. Also es ist für die Lia ganz schwer eigentlich. Ne? Dann müssen wir jetzt sehen, was es mit Sportschule wird dann. Müssen wir sehen. Müssen wir einfach warten, wie es jetzt weiter vorangeht. Du bist aber nicht so über ehrgeizig, dass du zu Hause der Lia extra noch Trainingsaufgaben stellst. Nee, um Gottes Willen. In der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Also alles bei Malo. Und wenn, dann nur in Absprache mit Achim. Genau. Achim, vielleicht sollten wir zum Schluss auch noch ein Kompliment machen an den SSV Geier. Es ist ja nicht so einfach, so etwas zu organisieren und richtig Geld verdient man damit auch nicht. Das stimmt und vor allen Dingen Hut ab vor dem Ehrenamt. Also hier sind die meisten Leute ehrenamtlich rund um die Uhr im Einsatz gewesen, über Wochen, um das hier zu stemmen, den Lift neu zu bauen, der jetzt gerade im Hintergrund eingeweiht wird. Und letztendlich ist es für alle eine Trainingserleichterung. Und wir fahren hier mit dem SSV Geier auch ein einheitliches Konzept als Skiverband Sachsen und konzentrieren das Wintertraining genau auf diese Schanzen, beschneien die und hoffen, dass wir dadurch auf mehr Sprünge in der Saison kommen. Der Deutsche Schülercup 12-13 findet hier statt, Anfang Januar. Ja, natürlich auch viele Meisterschaften, die sächsischen Meisterschaften sehr oft, Ranglistenwettkämpfe. Und letztendlich, Geier ist ja irgendwo ein Verein, den man kennt, siehe Erik Frenzel. Ja, natürlich. Den habe ich zwar noch nicht getroffen, aber wie gesagt, er würde vielleicht heute noch mehr bestaunt werden, als ich, wenn er käme. Das könnte so sein. Okay, wenn jetzt mal so ein kleiner Zipfelmann hier durchs Bild gehuscht ist, woher sollen die denn wissen, dass das Fernsehen hier ist? Du sollst nicht durchlaufen. Ja, okay. So, liebe Zuschauer von Avia TV, das war so die Stippvisite. Im Mittelpunkt, ich habe es gesagt, steht die kleine Lia und ihren Werdegang werden wir noch ein bisschen verfolgen und euch drücken wir die Daumen, dass das funktioniert. Danke.